Ich habe meine erste Berührung mit dem Walter-Eucken-Institut gehabt im Jahr 2000 auf dieser Konferenz Grüne Ordnungspolitik. Gerhard Schick hatte mich damals eingeladen. Ich gehörte nicht zu den Referenten, aber habe als Kommentator gewirkt zu dem Thema Steuerpolitik damals schon, die mich ja weiterhin beschäftigt, die Grünen ja auch. Und denkwürdig war vor allen Dingen an dieser Konferenz, oder das Denkwürdigste überhaupt, es war eine tolle Konferenz insgesamt, aber das Denkwürdigste war der Auftritt von Roland Faubel, mittlerweile im wissenschaftlichen Beirat der AfD, der damals das grüne Grundsatzprogramm nahm, es durchging und sagte, wenn man das liest, er als Urliberaler, so versteht er sich, müsste er sagen, ich bin ein Grüner. Und dann ist er durch die politischen Weichenstellungen gegangen, die zu dem Zeitpunkt schon auf der Landesebene von der Grünen Partei vorgenommen wurden und sah ein zu großes Schwergewicht bei der Intervention, bei den staatlichen Vorgaben, die gemacht werden. Und ich glaube, dieses Spannungsfeld hat sich bis heute in gewisser Weise gehalten. Mich hat, als Frau Pulmer mich angesprochen hat, ob wir gemeinsam eine Veranstaltung machen, gerade diese Erinnerung dazu bewogen, unmittelbar zuzusagen. Ich habe nur überlegen müssen, ob wir das terminlich und sonst wie alles noch hinkriegen. Aber das hat mich fasziniert, nach 15 Jahren die Frage zu stellen, wo stehen wir da jetzt eigentlich? Vor der Folie der früheren Diskussionen, die wir vor 15 Jahren hatten, den Regierungsbeteiligungen, die die Grüne Partei unterwegs gehabt hat, den weiteren Konzepten, die auch von der Heinrich-Böll-Stiftung entwickelt worden sind und dem, wie wir heute Ordnungspolitik verstehen. Denn so unmodern, wie sie immer dargestellt wird, etwa im Economist oder so, ist sie ja nicht. Das war der Auftakt für diese Veranstaltung und dann haben wir das gemeinsam organisiert, dieses Programm. Ich hoffe, dass wir am Ende des morgigen Tages zu interessanten Schlussfolgerungen finden und vielleicht auch neue Denkanstöße bekommen für die weitere wirtschaftspolitische Diskussion, sowohl in der Bundesrepublik insgesamt als auch in der Grünen Partei. Wenn man sich fragt, was ist denn Ordnungspolitik heute? Was bedeutet das? Das ist sozusagen mein Thema. Dann hat man zunächst das Problem, das sich immer wieder in der Literatur findet. Ich bin da eben kurz auch angesprochen. Sie haben mich, glaube ich, angesprochen, ob ich das Glaubensbekenntnis zu Eucken auch ablegen werde. Das findet meistens so statt. Was würde denn Eucken heute sagen? Man beginnt mit irgendeiner Textexegese und schaut dann, dass man das hinbekommt, was einem am besten gefällt. Manche haben den Eindruck, dass Ordnungspolitik sowieso am ehesten von der CDU-CSU gepachtet ist, denn sie nutzt das Wort am häufigsten. Hat man zumindest in der Öffentlichkeit den Eindruck. Dabei ist das nicht korrekt. Das, was wir tun können aus den wenigen Schriften, die Eucken uns hinterlassen hat, das sind nun mal auch keine heiligen Schriften in Anführungszeichen, sondern einfach Literatur, wie man sie sonst auch in der Wissenschaft findet, kann man versuchen zu überlegen, was heute noch modern ist. Also inwiefern sind diese Prinzipien, die er beispielsweise in seiner Theorie der Wirtschaftspolitik aufgelegt hat, also es sind die Grundsätze der Wirtschaftspolitik, aber es ist eine theoretische Diskussion dahinter. Inwiefern sind die heute noch modern? Das heißt einerseits, dass man das, was er aufgeschrieben hat, natürlich nicht einfach wörtlich nehmen kann für heute. Und auf der anderen Seite heißt das, dass man sich aber trotzdem fragen muss, sind denn die Grundideen, die dahinter stecken, nicht weiterhin relevant? Und ich denke, dass man das sehr wohl tun kann. Ich will hier also nicht jetzt über irgendeine dogmenhistorische Vorlesung halten und auch nicht über Methodologie reden, sondern einfach die Frage aufwerfen, wenn ich Ihnen jetzt gleich die konstituierenden Prinzipien von Eucken nenne, inwiefern haben die heute noch Relevanz? Und das ist im Grunde die Gliederung meines Vortrags, die Prinzipien erstens zu benennen und dann einen Teil davon rauszugreifen, damit wir das in der Diskussion an diesen beiden Tagen vertiefen können. Vorwegstellen muss ich die Bemerkung, die man allen Juristen zurufen muss, hier im Raum und in der Bundesrepublik insbesondere, aber auch in der Welt vielleicht. Ordnungspolitik ist nicht Ordnungsrecht. Oftmals ist das Ordnungsrecht dem diametral entgegengesetzt, was man ordnungspolitisch tun würde. Bei der Ordnungspolitik geht es nämlich darum, einen Rahmen für das Wirtschaften der Individuen zu setzen, für den Markt und darüber hinaus aber auch für andere individuelle Austauschprozesse. Also beispielsweise, wenn wir Austauschprozesse zwischen Staaten in makroökonomischen Kontexten anschauen, auch dafür würden wir letztlich ordnungspolitische Prinzipien bemühen und bemühen wir auch.
Mit Ordnungsrecht hat das deswegen zwingend nicht etwas zu tun, weil viele Regulierungen ja stark interventionistisch in den Markt eingreifen und versuchen, von vornherein das Marktergebnis festzulegen. Das ist in aller Regel problematisch. Zumindest wird es von Ordnungspolitikern, Ordnungstheoretikern gerade deswegen problematisiert, weil es eben nicht nur ein Setzen von Rahmenbedingungen ist im größeren Sinne, sondern man versucht sozusagen, die Marktergebnisse zu steuern. Das würde man als staatsinterventionistisch, als bestimmter Lenkungszweck, der von Seiten des Staates dominiert wird, bezeichnen. Damit habe ich schon gesagt, was wir unter Ordnungspolitik verstehen. Es ist eine Festlegung auf die Rahmenbedingungen. Das Seinlassen von interventionistischen Maßnahmen. Was sind nun diese berühmten Eucken'schen konstituierenden Prinzipien? Das Grundprinzip ist die Herstellung eines funktionsfähigen Preissystems. Dazu gehörte nach Eucken vor allen Dingen das Thema Wettbewerb. Herr Füchs hat das angesprochen. In beiden Dimensionen, aber als Ökonom hat er sich im Unterschied zu seinem Sparringspartner in Freiburg, Franz Böhm, stärker mit Marktmacht beschäftigt als mit politischer Macht. Böhm war viel stärker noch interessiert an der Einschränkung politischer Macht nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges, als das Eucken war, zumindest in den Schriften, nicht unbedingt persönlich. Da schwebte Eucken vor, mit vollständiger Konkurrenz dafür zu sorgen, dass das Preissystem funktionsfähig bleibt. Und er hat darüber hinaus dann auch schon gleich Möglichkeiten diskutiert von Marktversagen. Da war die Konzentration auch nicht so sehr auf externe Effekte, wie wir das heute vielfach diskutieren, sondern vielmehr auf Fragen anormalen Angebotsverhaltens, etwa auf dem Arbeitsmarkt und welche Form der Eigentumspolitik sinnvoll wäre, um dem entgegenzuwirken. Ich werde darauf gleich nochmal zu sprechen kommen. Das ist also das Grundprinzip. Dem folgt als zweitwichtigstes Prinzip, das aber damit vor allen anderen steht, das Primat der Währungspolitik. Denn ohne Preisstabilität, also sowohl die Verhinderung von Inflation als auch die Verhinderung von Deflation, so Eucken, sei es unmöglich, ein funktionierendes Preissystem zu haben. Ansonsten seien die Verzerrungen enorm und eine Volkswirtschaft könne sich nicht vernünftig entwickeln. Dann fordert er offene Märkte. Das ist vor allen Dingen in die internationale Dimension gedacht. Er war ein Verfechter des Freihandels. Er sah als wesentliche Grundlage das Privateigentum und die Vertragsfreiheit an. Das sind die Prinzipien 3 und 4. Also neben dem funktionsfähigen Preissystem, wenn man das so will, dann die Prinzipien 4 und 5. Und dann das Haftungsprinzip und die Konstanz der Wirtschaftspolitik. Das sind die 7 konstituierenden Prinzipien. Wenn Sie mit der Funktionsweise des Preissystems anfangen, da ist, wenn man die Weiterentwicklung seit Eucken nimmt, auch das nimmt, was vorher schon längst aufgeschrieben war von anderen Autoren in den 20er, 30er Jahren, ganz klar, dass Probleme des Marktversagens im Zentrum dieser Diskussion stehen. Und zu den Voraussetzungen für die Funktionsfähigkeit des Preissystems gehört eben, dass externe Effekte internalisiert sind, dass wir einen Wettbewerb schaffen. Bei Eucken war er vollkommen. In der heutigen Betrachtung würden wir sagen, es sollte hinreichend sein. Wir brauchen keinen atomistischen Wettbewerb, aber es muss sichergestellt sein, dass wir in der dynamischen Betrachtungsweise offene Märkte erhalten, also Marktzutrittsschranken, Marktzutrittsbarrieren abbauen und damit dafür sorgen, dass wir letztlich immer wieder zu einem wettbewerblichen Ergebnis finden. Und dazu gehört irgendwo auch die Verteilungsproblematik, die ja schon als eine Form von Marktversagen ansah und nicht einfach als eine Korrektur einer ungewollten Verteilungssituation, die aus sozialen Aspekten unerwünscht schien. Er sah das sicher schon auch von vornherein als Potenzial für Marktversagen. Wenn Sie aus der heutigen Sicht fragen, die Diskussionen, die wir heute führen, was ist dabei problematisch oder was ist dabei sinnvoll, also in beiden Dimensionen muss man das letztlich fragen, dann stellt sich diese Frage vor allen Dingen im Hinblick auf die politischen Maßnahmen, die ergriffen werden, um diese Marktversagenstatbestände zu korrigieren. Ich werde an der Stelle nun nicht eingehen auf die Wettbewerbspolitik. Ich habe jetzt nur eine Andeutung gemacht, dass man nicht einfach von atomistischem Wettbewerb auszugehen hat. Also die Vorstellungen, die manchmal geäußert werden von Gerhard Schick, der damals 2000 ja noch politisch im anderen Spektrum zu verorten war als heute, oder von Frau Wagenknecht, einer Zerschlagung von internationalen Konzernen
Da würde man heute wesentlich vorsichtiger sein. Da hat sich die Wettbewerbspolitik auf Basis der wettbewerbstheoretischen Entwicklungen weiterentwickelt. Da zählt wesentlich stärker, welche Marktzutrittsbarrieren durch zunächst dominante Stellungen aufgebaut werden können und wie schnell sie wieder abgebaut werden im Zeitverlauf. Also gerade wenn Sie an Internetkonzerne wie Google denken, ich denke, dass Daniel Zimmer da morgen intensiver drauf eingehen kann und als Fachmann viel besser ausgewiesen ist als ich, er wird uns sicher dazu einiges sagen können. Eine Bemerkung will ich allerdings machen zur Problematik der externen Effekte. Ich habe in verschiedenen Zusammenhängen mich immer wieder kritisch zu den Einspeisevergütungen des EEG geäußert, weil das meines Erachtens erstens umweltpolitisch und zweitens, also bezogen auf das Problem, das man damit beheben will, nämlich die Klimaerwärmung, und zweitens auch im Hinblick auf die industriepolitischen Vorstellungen, die damit verknüpft werden, problematisch ist. Ja, kommen wir nochmal zu nachher. Erstens, die Klimaproblematik ist international. Das heißt, es geht eigentlich nur, wenn man eine internationale Lösung herbeiführt. Vorzugswürdig aus meiner Perspektive ist das EU-ETS, also das Emissionshandelssystem der Europäischen Union. Da sehen wir einiges an Handlungsbedarf, aber vieles, was in den Diskussionen, seit es existiert, stattgefunden hat, zeigt, dass man sich diesen Problemen international viel zu wenig gestellt hat. Mit anderen Worten, um die externen Effekte zu korrigieren, bevorzuge ich immer Steuern oder sonstige preisliche Instrumente, wie etwa die Emissionszertifikate. Subventionen, und das EEG ist letztlich ein System von Subventionen, sind allenfalls dritt- oder viertbest. Nun kann man sagen, naja, wir kommen da nicht voran, jetzt müssen wir sehen, dass wir was erreichen, machen wir doch was. Nun, dann würde ich immer noch eine Lanze dafür brechen wollen, dass wenn man subventioniert, genau wie bei der Besteuerung auch, das mit möglichst wenigen Verzerrungen tut. Und das, was wir bei über 4.000 Einspeisevergütungen haben, die sehr zielgenau versuchen, technologiespezifisch und regional zu fördern, sehe ich als sehr problematisch an. Das heißt mit anderen Worten, meines Erachtens muss man zurück zu mehr Markt in der Energiepolitik, zum Abbau dieses Wirrwarrs an Einspeisevergütungen. Ich hätte mir gewünscht, wir hätten ein technologieunspezifisches Fördersystem, beispielsweise wie das schwedische System. Alternativ wären Ausschreibungen möglich, so wie sie jetzt angedacht sind. Nur ist die Problematik bei Ausschreibungen schon auch so, dass man sich fragen muss, bietet dieses Ausschreibungsvehikel nicht zu viele Ansatzpunkte, um im alten System zu verharren und weiterhin technologiespezifisch zu bleiben. Das ist sicherlich aus einer politökonomischen Perspektive problematisch. Die weiteren Themen, die dann angesprochen sind, sind erstens, aber unabhängig von den Förderungen, wie erreicht man es, dass die entsprechende Infrastruktur existiert? Da freuen wir uns über alle Diskussionen, die im deutschen Föderalismus stattfinden. Es ist sehr bemerkenswert, wie groß die Interessen der Länder mittlerweile sind dahingehend. Das ist das Ergebnis einer weitreichenden Subventionierung. Dann werden Interessen schnell verfestigt. Beim Abbau von Steuerlasten würde man wesentlich freudiger vorgehen. Insofern hat das Steuerinstrument gewaltige politökonomische Vorteile. Und das dritte Thema ist das Thema Kapazitätsmärkte, wobei das Wort Märkte sicherlich falsch ist, versus preisliche Instrumente. Auch da wäre oder ist das ordnungspolitische Prä ganz eindeutig bei den preislichen Instrumenten gegen ein neues Subventionssystem, das man mit dem Wort Kapazitätsmärkte verbrämt, indem man etwas wählt, was eigentlich gar nichts mit Markt zu tun hat. Also ein Wort wählt, das nichts mit Markt zu tun hat. Ähnliches würde ich formulieren wollen beim Thema Mindestlohn. Auch da muss man klar sehen, Eucken hat sich zwar damit befasst, hat also die möglichen anomalen Reaktionen der Arbeitsangebotskurve thematisiert, aber er hatte das 19. Jahrhundert im Blick, also dann, wenn die Arbeitnehmer an der Subsistenzgrenze sind und deswegen ein anomales Angebotsverhalten zeigen. Dass wir uns in einer solchen Situation in Deutschland befinden, wage ich zu bezweifeln. Wir sind mit dem Mindestlohn
stark interventionistisch vorgegangen. Und man sieht es sehr deutlich bei den Kontrollen, die nun durchgeführt werden müssen, bei der, beim bürokratischen Aufwand, der damit verbunden ist, wie interventionistisch dieses System ist. Zur Mietpreisbremse werden Sie jetzt sehen, das folgt einer Linie, kann man ähnliche Äußerungen machen. Ordnungspolitisch sind diese Eingriffe als verfehlt darzustellen, einzuschätzen. Es sind Eingriffe, die staatsinterventionistisch sind. Und die Alternativen dazu existieren und können gewählt werden. Das Thema offene Märkte werden wir auch vertiefen. Also die Frage, wie gehen wir mit Freihandelsabkommen um? TTIP ist genau das, was wir hier zu diskutieren haben. Eugen war ein Freund des Freihandels, was immer das heißt in diesem Zusammenhang. Man muss bedenken, dass es nicht mehr um Zollabbau im engeren Sinne geht, wenn wir über TTIP reden. Die Zölle machen etwa 5% noch aus, also im Schnitt 5% aus zwischen den USA und Europa. Das mag zwar für manche Branchen und einzelne Produkte auch anders gelagert sein, aber im Großen und Ganzen sind davon keine großen Effekte zu erwarten. Der Haupteffekt von TTIP wird über andere Bereiche erzielt, über Vereinheitlichung von Standards, über das Setzen bestimmter Politik und letztlich auch über den Abbau nicht-tarifärer Handelshemmnisse. Damit komme ich zum zweiten größeren Block, den ich ansprechen wollte, nämlich die beiden Prinzipien, das Primat der Währungspolitik und das Haftungsprinzip. Beide werden in der Diskussion um die Europäische Währungsunion immer wieder intensiv bemüht. Jens Weidmann hat vor 2 Jahren in seiner Walter-Eugen-Vorlesung in Freiburg sehr klar beide in den Vordergrund gerückt und darauf abgestellt, dass wir letztlich gegen beide verstoßen, indem wir diese europäische Politik so verfolgen, wie wir es tun. Stimmt das? Nun, das Problem bei den Vorstellungen, die da immer wieder geäußert werden, ist, dass beide zunächst als komplementär angesehen werden, als wenn es keine Konfliktbeziehungen zwischen beiden gäbe. Die kann man sehr wohl herausstellen. Das Primat der Währungspolitik heißt, ich habe es eben gesagt, nicht nur das Verhindern inflationärer Prozesse, sondern auch das Verhindern deflationärer Prozesse. Und letztlich spielt die Finanzmarktstabilität in der heutigen Zeit eine wesentliche Rolle dafür, ob wir Preisstabilität in diesem Sinne erreichen. Das, was in der Vergangenheit mit den Rettungsmaßnahmen, die in der Europäischen Währungsunion ergriffen wurden, vornehmlich getan wurde, war letztlich diesem Primat der Währungspolitik zu folgen. Und ich denke, dass man das der EZB auch nicht zum Vorwurf machen kann. Wir reden zwar gerne über das Inflationspotenzial, das sich aufgrund der hohen Liquidität ergibt, aber wir stellen schon auch klar, dass sich letztlich die Geldmenge trotz der hohen Liquidität kaum erhöht und damit auch nicht in der kurzen oder mittleren Frist mit größeren inflationären Prozessen zu rechnen ist. Wie sieht das im Haftungsprinzip aus? Da wird immer wieder darauf hingedeutet, dass die Rettungspolitik ein Verstoß gegen dieses Haftungsprinzip ist. Das Haftungsprinzip bedeutet ja, dass Haftung und Kontrolle, Entscheidung und Haftung zusammenfallen müssen. Dass also diejenigen, die ganz bestimmte wirtschaftspolitische Entscheidungen treffen oder wirtschaftliche Entscheidungen treffen, letztlich auch dafür einstehen müssen. Das ist die Idee beim Haftungsprinzip. Die Rettungsschirme sind letztlich kein Verstoß dagegen, obwohl sie als Bailout bezeichnet werden. Warum nicht? Nun überlegen Sie, was ist die ordnungspolitische Konstruktion der Europäischen Währungsunion? Da treffen wir auf eine Debatte, die sich über mehr als ein Jahrhundert zieht, nämlich eine Debatte, ob es günstiger ist, flexible oder feste Wechselkurse zu haben. Und mit der Währungsunion machen wir nichts anderes, als ein Festkurssystem weit zu treiben. So weit, dass wir sagen, wir legen diese Wechselkurse fest zu einem bestimmten Zeitpunkt und danach soll das Ganze unumkehrbar sein. Ja, das ist die Idee dabei bei der Währungsunion. Die Gegner eines solchen Festkurssystems sind auch diejenigen, die sich heute gegen die Währungsunion wenden. Das Argument in der Debatte, das wir über Jahrzehnte, wie gesagt, haben, über den Goldstandard, über das System von Bretton Woods, über die Währungsschlange bis zuletzt zur Währungsunion, ist immer, dass eine Vergemeinschaftung, eine Internationalisierung der Geldpolitik begleitet sein muss von einer Internationalisierung anderer Politikbereiche, also insbesondere der Finanzpolitik und der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, weil dort die wesentlichen Parameter für die Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft festgelegt werden. Das hat uns Milton Friedman damals schon in der Diskussion in den 50er Jahren aufgeschrieben. Die Skepsis ist, dass eine internationale Geldpolitik bestehen kann, ohne diese Zentralisierung auch anderer Politikbereiche.
Die Verfechter fester Wechselkurssysteme haben immer wieder auf die Disziplinierungswirkung einer internationalen Geldpolitik hingewiesen. Da steckt also die Hoffnung drin, dass man eine Konvergenz von wirtschaftspolitischen Präferenzen in der Finanz-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik erhält im Zeitablauf und die Disziplinierung im Wesentlichen über die Finanzmärkte stattfindet. Das ist das, was man letztlich in der Währungsunion tut. Das heißt also, wenn man eine weitere Zentralisierung der Politikbereiche hat, der wirtschaftspolitischen Bereiche, hier nun Finanz-, Arbeitsmarkt-, Sozialpolitik, dann bewegen wir uns wieder in Richtung derjenigen, die für flexible Wechselkurse in der Vergangenheit argumentiert haben. Und sie haben die Währungsunion abgelehnt, weil sie sagten, diese Präferenzhomogenität, die man dann europäisch bräuchte, um eine sinnvolle Politik in diesem Bereich durchzuführen, die existiert ex ante nicht. Und deswegen muss man, das waren die Verfechter der Währungsunion, deswegen muss man hoffen, dass wir letztlich mit der Vergemeinschaftung und der Geldpolitik eine dezentrale Konvergenz dieser wirtschaftspolitischen Präferenzen erreichen. Also mit anderen Worten, dieses Konstrukt der Währungsunion war ordnungspolitisch eigentlich ganz gut gezogen und gar nicht so verkehrt, wie dann immer wieder behauptet wird in den öffentlichen Diskussionen. Was man allerdings feststellen muss, das ist, dass erstens das Verbot der monetären Staatsfinanzierung, zweitens das Nichtbeistandsgebot lückenhaft war. Da waren die Finanzmärkte letztlich nicht mit betrachtet. Man hat sie nur als Disziplinierungsmechanismus gesehen, weil man die Finanzmärkte in gewisser Weise in diesen Zeiten überhöht hat als perfekt. Das Nichtbeistandsgebot heißt ja in der letzten Konsequenz, dass ein Staat insolvent gehen können muss. Und das heißt bei einem Staat, ganz in der amerikanischen Tradition des Insolvenzrechts, dass er ja nicht untergehen kann, wie wir das in der alten Konkursordnung in Deutschland immer so gesehen haben, dass es letztlich darum geht, ein Unternehmen abzuwickeln. Das kann bei einem Staat ja nicht die Zielsetzung sein, sondern Insolvenzordnung heißt, die Gläubiger müssen bluten. Und das soll so passieren, dass es geordnet abläuft, damit die Gläubiger nicht zu sehr in die Bredouille kommen einerseits und andererseits auch nicht zu viele Turbulenzen auftreten. Das ist die Idee dabei bei einer solchen Insolvenzordnung. Wenn man nun aus einer schweren Banken- und Finanzkrise kommt, ist es natürlich schwer, den Banken zu sagen, jetzt müsst ihr auch noch alle eure Staatsanleihen abschreiben. Die offene Flanke war also die fehlende Regulierung und das fehlende Element der Bankenunion. So, das haben wir gemacht. Also erstens, wir sind in Richtung einer Insolvenzordnung gegangen mit dem ersten Vorschlag eines ESM. Zu jeder Insolvenzordnung, wenn Sie beispielsweise einen Kredit haben als Unternehmer oder als Privatperson und gehen zur Bank und stellen fest, Sie können jetzt im Moment Ihre Raten nicht zahlen. Die Bank stellt aber fest, erstens sind Sie im Grunde, auch was die Sicherheiten anbetrifft, eigentlich solide aufgestellt und andererseits haben Sie eine gute Geschäftsidee. Dann wird die Bank Liquidität liefern, um Ihnen diesen Kredit umzustrukturieren, um Ihnen bessere Konditionen zu geben, damit Sie über die Zeit kommen. Und vielleicht macht die Bank das dann am Ende so, dass am Schluss, wenn die Geschäftsidee zum Tragen kommt, die Konditionen für Sie schlechter werden. Typischerweise ist das so im Zeitverlauf. Ja, das machen die Banken ganz gerne mit den Privatpersonen. Aber der Punkt hier ist, es wird Liquidität geliefert. Und genau das macht der ESM. Nicht mehr als etwas Liquidität zu liefern. Das andere Element der Insolvenzordnung schlägt sich nur noch nieder in Collective Action Clauses. Das haben wir noch, aber mehr nicht. Das ist also sozusagen noch zu tun. Mit der Bankenunion haben wir eine sinnvolle Ergänzung vorgenommen. Problematisch ist an der Politik der EZB, nicht, dass sie mit großer Liquidität in die Märkte geht, sondern wohl eher das OMT-Programm, mit dem sie versprochen hat, differenzierend in die Märkte zu gehen. Das dürfte problematisch sein, auch wenn der EuGH das anders sieht. Weitergehende Schritte, Diskussion um eine Fiskalkapazität, eine tiefergehende Überprüfung der Wettbewerbsfähigkeit, gehen eigentlich nur mit eindeutigem Souveränitätsverzicht der Mitgliedstaaten. Und das bedeutet, dass die Möglichkeit da sein muss, Durchgriffsrechte zu etablieren für die EU. Die sollten auch tatsächlich glaubwürdig sein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut funktionieren kann. Ich kann mir es deswegen nicht vorstellen, weil selbst in einem solch zentralistischen Föderalismus wie dem deutschen, und auch dieses Thema werden wir heute Nachmittag ja nochmal diskutieren, die Durchgriffsrechte vom Bund auf die Länder nicht existieren. Das heißt, dort, wo wirklich staatliche oder quasi-staatliche Souveränität existiert, sowohl bei den Nationalstaaten als auch in Föderalstaaten auf der regionalen Ebene, das gilt auch für die USA oder für die Schweiz oder für Kanada, gibt es diese Durchgriffsrechte so nicht.
Deswegen bin ich sehr skeptisch, dass wir das in der EU jemals realisieren können. Mit anderen Worten, wir sind letztlich in diesem Festkurssystem gefangen und müssen darauf vertrauen, dass die Konvergenz der wirtschaftspolitischen Präferenzen stattfindet. Das ist die Phase, in der wir sind. Und deshalb ist der Griechenland-Fall so wichtig. Nicht wegen der 1,5% des Bruttoinlandsprodukts, das Griechenland in der EU ausmacht. Der letzte Punkt, noch 2 Minuten, wenn Sie mir die schenken. Zur Konstanz der Wirtschaftspolitik will ich 2, 3 Bemerkungen machen. Als die rot-grüne Bundesregierung 1998 gestartet ist, war Deutschland der kranke Mann Europas. Wir hatten 1999 4,4 Millionen Arbeitslose, 2005 4,9 Millionen Arbeitslose. Die Schuldenquote lag 1999 bei knapp 61% des Bruttoinlandsproduktes und 2005 bei 68% des Bruttoinlandsproduktes. Die Reformpolitik, die seit 2000 eingesetzt hat, 2001 vielleicht eher, wenn man die Abschlüsse der Steuerreformen betrachtet, diese Reformpolitik, bestehend aus Arbeitsmarktreformen, Rentenreformen, Steuerreformen, energiepolitischen Reformen. Wir haben, wenn man das rückblickend betrachtet, eine weitgehende Modernisierung vorgenommen. Diese Reformpolitik war erfolgreich. Wenn Sie sich Deutschland heute anschauen, wir liegen bei 2,8 Millionen Arbeitslosen in diesem Jahr, im Jahresverlauf vermutlich, vielleicht geht es sogar noch ein bisschen drunter. Die Arbeitslosenquote beträgt also keine 11% mehr, sondern sie lag sogar bei 11,7% im Jahr 2005, sondern wir liegen bei 6,5%. Noch deutlicher ist der Rückgang der Unterbeschäftigung, weil man die Menschen, die in arbeitsmarktpolitischen Programmen in Anführungszeichen geparkt waren in der Vergangenheit, seit den 80er und 90er Jahren, man hat nämlich nicht überprüft, ob damit die Chancen, einen Job zu finden, steigen, sondern letztlich liefen die ABM nur durch. Die haben wir heute nicht mehr, weil sie nicht effektiv sind. Wenn man also diese Zahlen noch hinzunimmt, ist der Rückgang noch deutlicher. Selbst bei der Schwarzarbeit haben wir einen Rückgang von 19% im Jahr 2002, 19% des Bruttoinlandsproduktes, auf 12% des Bruttoinlandsproduktes im Jahr 2013, wenn man den Zahlen von Friedrich Schneider glauben mag. Wenn Sie Befragungsdaten nehmen, ist der Rückgang von 7% auf 3%. Also mit anderen Worten, Deutschland steht im Moment, was das magische Viereck anbetrifft, ziemlich gut da. Wir sind dabei, die Schuldenquote dieses Jahr, wenn wir Glück haben, unter die 70% wieder runterzufahren. Und das nach einer so schweren Wirtschafts- und Finanzkrise. Wir haben auch Glück dabei, aber im Großen und Ganzen sollten wir nicht unzufrieden sein. Das heißt nur nicht, dass man selbstherrlich durch die Gegend laufen darf. Denn was wir tun gegenwärtig, ist ein Zurückdrehen dieser Reformen. Ich habe den Mindestlohn bereits genannt. Ein Erfolg der Reformen der Vergangenheit war die Flexibilisierung im Arbeitsmarkt, insbesondere auch im unteren Lohnbereich. Sie wird mit dem Mindestlohn wieder zunichte gemacht. Wir drehen einen Teil der Rentenpakete, der Rentenreformen der Vergangenheit mit dem Rentenpaket zurück, Stichwort Mütterrente und Rente mit 63. Wir haben weitere politische Debatten, beispielsweise die Verschärfung der Regelungen für Leiharbeit und Werkverträge. Die Diskussionen um Reformen bei der Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Abgeltungssteuer, Vermögensteuer, Erbschaftssteuer werden wieder aufkommen bei den nächsten Bundestagswahlen. Auch da habe ich Befürchtungen, dass wir das zurückdrehen, was wir in der Vergangenheit erreicht haben. Wenn Sie sich fragen, was war denn eigentlich für die internationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands ausschlaggebender, welche Reformen, dann zeigen unsere Analysen und erfreulicherweise auch die Analysen unseres Schwestergremiums in Frankreich, dem Conseil d'Analyse Économique, mit unterschiedlichen methodischen Herangehensweisen das Gleiche. Die internationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands geht kaum auf preisliche Wettbewerbsfähigkeit zurück, in dem Sinne, dass die Arbeitsmarktreformen die Situation vergünstigt hätten, sondern es ist vor allen Dingen der Verbesserung der Qualität deutscher Produkte geschuldet. Das ist der Haupteffekt, den wir da haben. Das ist vor allen Dingen zustande gekommen. Ja? Mit anderen Worten, die Qualitätssteigerungen gehören zu diesem Modernisierungsprogramm der letzten Jahrzehnte dazu. Dazu beigetragen haben aber die Steuerreformen, denn sie haben es den Unternehmen erleichtert, international zu investieren, international Gewinne zu erzielen, diese Gewinne einzubehalten und zu reinvestieren. In Deutschland haben die Reformen Beschäftigung gesichert, das, was ich eben beschrieben habe. Aber international war es vor allem die Qualitätssteigerung der deutschen Produkte. Wir sollten nicht daran drehen. Meines Erachtens ist es wichtig, diese
Situation, die wir in der Besteuerung haben, beizubehalten. Ich schließe mit einem Wort von Eucken zu der Konstanz der Wirtschaftspolitik. Ich zitiere aus den Grundsätzen der Wirtschaftspolitik: Aber die Abnahme der Investitionsneigung und der Investitionen selbst erklärt sich nicht durch die Abnahme der Investitionsmöglichkeiten. Wir befinden uns nicht in einer wirtschaftlich gesättigten Welt. Investitionsmöglichkeiten gibt es, solange die Menschen die Knappheit an Gütern drückend empfinden. Und ich glaube, das sollten wir uns immer wieder merken, wenn wir dieses Thema miteinander diskutieren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.